Ich würde direkt überleiten und zwar darf ich Ihnen noch kurz zeigen, wie jetzt diese Hilfsmittel aussehen. Ein kurzes Sneak Peek. Mein Name ist Olivier Brian. Ich bin von Puzzle ITC. Ich darf da ein Softwareentwicklungsteam verantworten und bin noch Vorstandsmitglied von CH Open. Ich habe auch 12 Minuten, also eine kurze Zeit, für euch da einen kleinen Einblick zu geben. Ich halte mich ebenfalls an den Gesetzesartikel und picke da einige Sachen raus, die ich euch gerne zeigen möchte. Starten mit dem Begriff Open Source Software. Es wurde schon im Film kurz angerissen. In den Hilfsmitteln haben wir uns da an die OSI, die Open Source Initiative Definition, gehalten. Und quasi da ist die Kurzzusammenfassung da aufgeführt. Also ich darf die Software frei nutzen und weitergeben. Also ich darf ein Stück nehmen, bei mir brauchen. Ich muss dieses offenlegen. Es ist eine Publikation da auch wieder. Ich darf je nachdem, was ich für eine Lizenz gewählt habe, darf ich diese modifizieren, frei modifizieren. Ich muss aber auch die Lizenzbedingungen weitergeben. Und eigentlich keine Diskriminierung, also wie auch im Bild, ich darf die Software 3-mal einsetzen, 10-mal einsetzen. Es gibt auch nicht eine Limitation auf Anzahl, beispielsweise Nutzer oder so. Auch ist ein Haftungsausschuss drin in den meisten Lizenzen. Das kurz vorweg. Dann zum Quellcode oder der Software. Auch hier haben wir uns Gedanken gemacht, wie ist das zu definieren. Wir haben da uns auf die ISO-Norm 24.765 bezogen. Dies definiert die Software, sind Programme und gegebenenfalls die zugehörige Dokumentation und weitere Daten, die zum Betrieb eines Computers notwendig sind. Schon beim Kickoff war so die Frage, ja, muss ich jetzt jedes Skript, das ich da irgendwo erstelle, in zwei Zeilen, muss ich das auch wieder veröffentlichen? Die Antwort ist im Prinzip ja, es ist Software. Jedoch haben wir dann auch gefunden, in der Bundesverfassung steht im Artikel 5, staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismäßig sein. Weiter wurde schon angetönt, es gibt zwei Ausnahmen. Die eine ist die Rechte Dritten. Wie sehen wir das als Ausnahme? Hier im Leitfaden seht ihr oben ganz kurz, ganz klein, haben wir so einen Entscheidungsbaum erstellt, der hilft zu entscheiden, sagen, ist das eine Ausnahme Rechten Drittes. Da haben wir zwei mögliche Gründe, ist quasi die Beschaffung von Lizenzen oder bestehender Software. Oder die Software-Weiterentwicklung an bestehender lizenzierter Software. Als zweite Möglichkeit ist eine teilweise Freigabe möglich. Wenn ich an einer proprietären Software weiterentwickle und ich kann das abgrenzen und dann nur einen Teil veröffentlichen oder wenn anderes geistiges Eigentum vorhanden ist. Die zweite Ausnahme sind sicherheitsrelevanten Gründe. Hier ist wichtig zu sagen, dass es um die Software geht, die veröffentlicht wird. Es geht nicht um die Daten, die mit der Software bearbeitet oder erstellt wird, sondern wirklich um das Werkzeug, um die Software selber. Hier haben wir auch wieder im Hilfsmittel einen Entscheidungsbaum für sicherheitsrelevante Gründe. Das können sein, zum Beispiel eine massive Erhöhung von Informationssicherheitsrisiken und vertrauliche Algorithmen, die in der Software sind, oder schützenswerte Cybertechnologien oder andere gesetzliche Gründe, die gegen eine Publikation sprechen. Wir haben temporäre Gründe definiert, die aktuell eine Publikation verhindern. Beispielsweise gerade Legacy, also es ist auch nach Gesetz, dass ich Software veröffentlichen muss, die Legacy ist. Und vielleicht bin ich da noch in einer Sicherheitsprüfung oder ich muss den Code bereinigen oder der Entwicklungsprozess lässt noch gar keine Veröffentlichung zu. Und als letzter Schritt haben wir Maßnahmen aufgeführt, die eine Publikation ermöglichen. Beispielsweise, dass man die Konfiguration von der Software trennt
oder fachlich sensible Informationen aus der Software hinausnimmt. Technische organisatorische Maßnahmen planen und durchführen, nicht zwingend mit Open Source zu tun, aber sicher Sachen, die gemacht werden müssen, genau gleich wie auch Qualitätsaktivitäten. Weiter geht das Gesetz und sagt, man muss die Software offenlegen. Ja, wie soll das funktionieren oder was muss man da beachten? Da haben wir in einem Hilfsmittel einen Ablauf definiert, der definiert sich auf der Vorabklärung, eine Analyse und Aufbereitung und der dritte Punkt, die eigentliche Publikation. Das Ziel der Vorabklärung ist, die Software zu klären, kann ich die publizieren, die Ausnahmen, die wir schon gehört haben. Auch hier gibt es eine Checkliste dazu, für das zu klären. Auch da macht es sich schon Sinn, Gedanken über den Art oder Aufbau einer Community zu machen. Die Analyse und Aufbereitung, der zweite Schritt, hat eigentlich das Ziel, den Source Code so aufzubereiten, dass eine Publikation möglich ist. Hier ist sicher die Lizenzwahl wichtig. Die Analyse des Source Codes, was habe ich für Abhängigkeiten? Da haben wir auch Tools empfohlen, für das zu automatisieren, dass man das nicht manuell machen muss. Es gibt einige spezifische Sachen, die man aufbereiten muss an Open-Source-Dokumentation, beispielsweise ein README, und dann auch wieder eine Qualitätssicherung und Dokumentation empfehlenswert vor der Veröffentlichung. Der dritte Schritt ist dann Ziel, quasi die Software wirklich zu veröffentlichen, Wahl der Publikationsplattform, also wo und wie publiziere ich das, wer publiziert das, die eigentliche Publikation durchführen, ein ISDS-Konzept und sicher auch geregelt Community und Support, was passiert denn, wenn jemand eine Anfrage stellt, einen Änderungsvorschlag macht auf meine Software. Das ganz kurz zu dem Prozess, dann rechtliche Grundlagen, im Gesetz steht privatrechtliche Lizenzen oder international etablierte Lizenzen. Hier ist sicher auch wichtig, dass wenn jemand die Software dann brauchen will, weiß, was darf ich mit dieser Software machen. Hier ganz kurz aus dem Inhalt, aus dem Leitfaden 3 OSS-Lizenzen. Wir haben da eine Empfehlung herausgegeben von der DTI, verschiedene Use Cases beleuchtet, dass man sich vielleicht wiederfindet, ein ähnliches Beispiel findet und weitere rechtliche Themen aufgenommen. Dann noch zu den letzten Abschnitten 5 und 6. Bruno hat es schon erwähnt, mit der Veröffentlichung hat man noch nicht unbedingt einen Mehrwert. Wie kann das passieren? Im Leitfaden und der Checkliste der OSS Community haben wir da aufgenommen, quasi, was gibt es für eine mögliche Kombination pro Projekt für eine mögliche Community. Hier ist dieser morphologische Kasten, dass ich wie auswählen kann oder definieren kann, wie funktioniert das Produktmanagement, die Weiterentwicklung, die Kostenverteilung. So, und jetzt, was ist das Nächste? Nehmt die Hilfsmittel, nutzt sie, verwendet sie und gebt auch Rückmeldung. Ich habe das Gefühl, genau wie eine Community um eine Open-Source-Lösung gedeihen muss, kann das auch um diese Hilfsmittel passieren, dass man da Erfahrungen sammelt und Rückmeldung gibt und diese weiter optimiert, diese Hilfsmittel. Gut, herzlichen Dank von meiner Seite.